Ja, heute wollen wir uns mal dem Problem widmen, dass Seitenzahlen am Buntstück ausgerichtet werden. Der Buntstück ist praktisch das hier in der Mitte. Wenn man die Blätter ausdrucken würde und hier entsprechend heften oder binden würde, das hier ist der Außensteg hier links und hier das in der Mitte, da wo der Text steht, das nennt man Spiegelsatz. So, wenn ich jetzt also hier in die Fußzeile klicke und sage, Seitenzahl, Seitenende, mal links. Dann habe ich das Problem, dass diese Seitenzahlen alle links ausgerichtet sind. Wenn ich jetzt allerdings die Blätter vorne und hinten bedrucke, dann hätte ich auf der gegenüberliegenden Seite die Seitenzahl auch auf der linken Seite. Die müsste aber hier rechts auf dem Außensteg sein. Hier macht man Folgendes, und zwar, hier geht man nochmal in die Fußzeile rein. Hier sagt man dann unterschiedliche gerade und ungerade Seiten. Hier macht man Häkchen hin und jetzt hat man hier ungerade Fußzeile und gerade Fußzeile. Bei der ungeraden Fußzeile habe ich jetzt hier schon die Seitenzahl gesetzt. Ich gehe dann hier rein und hier kann ich mit dem Tab nach rechts springen. Hier kann ich dann auch sagen, Seitenzahl, Seitenende und dann auf der rechten Seite. Okay. Und wenn ich jetzt die Kopf- und Fußzeile schließe, dann habe ich also jetzt links und rechts die Seitenzahlen ausgerichtet und auch natürlich auf den folgenden Seiten ist es der Fall. Das Ganze kann ich aber auch hier in der Kopfzeile mit irgendeinem Logo machen. Ich habe hier also die ungerade Kopfzeile. Hier kann ich irgendein Firmenlogo von mir aus reinsetzen. Machen wir mal hier die kleine Wüste. Die ist jetzt auf der linken Seite. Und wenn ich das Ganze kopiere, hier einfüge, schiebe die darüber. Kopfzeile schließen. Schauen wir mal, wie sich das unten auswirkt. Dann habe ich das ebenfalls so ausgerichtet. Also die ungerade Kopfzeile, die gerade Kopfzeile, je nachdem, wie ich da die Elemente positioniere, so führt sich das auf den folgenden Seiten dann fort.